Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen wieder eine Runde Soul Mask. Für diese Folge habe ich mir vorgenommen, das Areal rund um den Vulkan zu erkunden. Auf der Karte sah das noch gar nicht so, ja, sieht auch schon ziemlich wild aus auf der Karte, muss man doch sagen. Aber wenn man es hier so richtig sieht, jetzt hier von dem kleinen Aussichtspunkt, auf den ich hier geritten bin, ja, da muss man mal gucken, ob wir da überhaupt wirklich so navigieren können. Das sieht alles sehr, sehr steil aus. Müssen wir mal schauen. Ich habe auf jeden Fall das Trusty Alpaka mal wieder ausgepackt. Ich hatte erst überlegt, vielleicht mit dem Panther das Ganze zu machen, aber der dachte ich mir, ist vielleicht auch zu schnell für so ein Gelände. Das Lama kann nicht springen, deswegen das Alpaka. Seit der letzten Folge habe ich außerdem einen neuen Kompagnon, einen neuen Robin zu meinem Batman mir geholt. Der ist auch über Level 40 jetzt. Ich hoffe, der hat ein bisschen mehr Bums im Kampf. Ich habe meinen 81, den ich die ganze Zeit gesteuert habe, behalten. Denn ich habe gesehen, ja gut, der ist vom Level schon so hoch wie die anderen, die ich jetzt hier holen kann. Da gab es keinen Grund, was zu ändern. Eine kleine Beichte habe ich noch abzugeben. Mit einem neuen Patch kann man das Inventar vergrößern in den Servereinstellungen und auch was man so mitnehmen kann an Gewicht. Das habe ich ein bisschen höher gestellt bei mir, sodass ich jetzt mehr Platz im Inventar habe und mehr Gewicht tragen kann. Habe prompt auch vergessen, zu Hause meine Fundamente abzugeben. Die nehme ich also jetzt unnötigerweise mit. Aber was soll's? Ich kann es mir ja jetzt auch leisten. Ansonsten, genau, habe ich noch herausgefunden, was dieses Symbol. Ich habe in den letzten Folgen mehrmals darüber philosophiert, was wohl dieses Symbol bedeutet. Und ich hätte mal drauf kommen können, einfach hier in diesem Bildschirm darüber zu fahren mit der Maus. Dann wird es nämlich erklärt, dass je besser das Symbol, also je ja, exotischer, je ausgefüllter, das Rote ist das Beste. Auf jeden Fall je mehr, desto höher die Attribute. Genau. Naja, gut, wird man. Also ich meine, ich habe es ja schon geahnt, dass das irgendwie einfach besser ist. Was es genau bedeutet, da wusste ich nicht. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich sehe da drüben da irgendwie so eine Art Pyramide oder was das sein soll. Ich weiß es nicht. Das werden wir natürlich als allererstes abchecken. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon auf der Map entdeckt. Das hier. Und hier ist das irgendwo nochmal. Hier. Ich kann mir vorstellen, hier auch. Ich kann mir vorstellen, im Süden auch. Ich sehe es gerade nicht, wobei hier ist auch irgendwie was. Und da auch, ja, das sind hier, alles klar, so sternförmig drumherum, ne? Ja, hier auch. Hier ist auch was Kleines nochmal. Also da gibt's, ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass das irgendwie so ein riesen Höhlenkomplex ist, der in diesem Vulkan. Naja, wir werden es rausfinden. Wir werden es einfach rausfinden. Ich bin ja letztes Mal schon überrascht worden von dem Höhlenkomplex unter diesem. Ja, unter diesem nördlichen Bereich, so ungefähr in diesem Areal da. Da war ja nicht nur ein riesiger Höhlenkomplex, sondern auch gleich noch so eine uralte heilige Ruine, wie das Ding heißt, zu finden. Fand ich schon cool. Mal gucken, was der Vulkan alles so für uns. Also reingehen wird man auf jeden Fall können, bin ich, also ich sag mal zu 95% sicher. Weil das einfach zu cool ist als Möglichkeit, um sie nicht zu nutzen, sagen wir mal so. Von daher bin ich einfach mal gespannt, erstens, wie man reinkommt, ob es wirklich so ist, dass da im Südwesten, wie es auf der Karte so ein bisschen aussieht, so ein Weg einfach hochführt zum Krater. Oder ob man jetzt irgendwie hier per Höhle reinkommt oder so. Ich bin gespannt. Interessant ist, dass hier im Grunde genommen so eine. Ah, schöne Aussicht, ne? Schöne Aussicht. Ist grafisch ein Hingucker, kann man nicht anders sagen. Schön wäre, wenn ich F11 drücke und diesen Bildschirm unten ausstelle, dass der auch einfach mal ausbleibt. Aber irgendwie schaltet er sich immer und immer wieder ein. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, aber egal. Ah, hier gibt es wieder Obsidian. Nehmen wir mal eine Handvoll mit. Ich weiß immer noch nicht so genau, wofür wir es brauchen, aber wir bauen zumindest diese drei Dinger mal mit ab, damit wir einfach wieder ein bisschen was auf Lager haben oder doch ein bisschen mehr auf Lager haben, als wir ohnehin schon haben. Und wenn ich es da brauche, habe ich vielleicht genug. Keine Ahnung. Da ich nicht weiß, wofür man es braucht, kann ich auch unmöglich wissen, wie viel man braucht. Ja, Punkt. Ich habe 30 Korrosionsbehälter mit. Weil ich davon ausgehe, dass wenn man irgendwie in den Krater reingehen kann, dass man da natürlich auch wieder so eine Pyramide findet, wo man natürlich auch wieder diese Robotergegner findet. Von daher denke ich mal, 30 würden reichen. So, was haben wir hier? Steppenwolf-Ruinen.
Ist das hier eine ganz stinknormale uralter Altar? Okay. Schauen wir doch mal. Oh, irgendwas ist falsch. Achso. Wollte schon sagen. Jawohl. Robin und sein Hammer. Kann man das hier irgendwie. Premium, naja, immerhin. So, gehen wir mal hier runter. Da ist noch so ein Vieh. Irgendwas ist mit dem. Hat keine große Lust. Lässt sich einfach abstechen. Ja, finde ich auch okay. Bin ich für zu haben. So, Premium Frischfleisch müssen wir aber jetzt nicht unbedingt. Aber die halten aus, ne? Muss man auch mal sagen. Und die teilen aus. Also ich hätte nichts dagegen, wenn Robin mir helfen würde. Bin ich ganz ehrlich. Auch weil er sich jetzt beweisen muss. Das ist der erste, oder er müsste sich beweisen. Das wäre der erste. Ah, da ist er. Okay, er kommt doch noch. So, ich glaube, wenn er mit dem Hammer trifft, dann gibt es ordentlich Dingsschaden. Oh, da fallen Wölfe vom Himmel. Das ist nicht so schön. Oh, ich muss da dringend mal heilen hier. Das müssen wir auch mal machen. Was sieht man da? Einen roten Hammer und einen gelben Robin. Keine Ahnung. Der hat irgendwas aufgeladen. So sah es aus. Was? Hä? Was habe ich da jetzt noch gehört? Man weiß es nicht. So, das ist jede Menge nix irgendwie. Also man kann hier anscheinend nicht irgendwie reingehen oder so. Es ist aber auch arg duster hier. Habe ich noch so ein Lämpchen? Jo. Ah. Kann man hier irgendwie... Da könnte man hochspringen vielleicht. Wir gucken erstmal... Moment, wir gucken erstmal hier rein. Weil hier doch bestimmt eine Kiste ist. Aber das kannst du mir jetzt nicht sagen, dass das hier einfach nur so ein ganz stinknormales Camp ist. Ohne irgendwas, so ein Riesengebäude irgendwie, was hier so richtig krass übers Tal guckt. Und dann ist das hier so ein ganz stinknormales, so eine stinknormale Ruine, sagen wir mal. Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Wir gucken mal, ob wir da drauf springen können. Können wir. Und von hier aus, ja, das ist natürlich toll, man sieht gar nichts mehr da drauf. Hier hoch? Nee. Kann man da drauf? Ja, das könnte sein. Nein. Aber hier drauf. Okay, bringt das was? Nee, das bringt eigentlich nichts. Würde es denn, wenn jemand von da, könnte man doch da drauf vielleicht noch. Okay, das probieren wir nochmal aus. Ich bitte mit euch, das ist ja einfach nur Zufall, dass hier so was aussieht wie ein Sprungrätsel. Ah, das würde aber gehen. Das wird aber gehen. Moment, das probieren wir nochmal. Aber kann man denn von da aus... Könnte man vielleicht da drauf, von da drauf, wiederum da oben drauf. Ich wette, das bringt alles überhaupt gar nichts. Es ist reiner Zufall, dass die Dinger so angeordnet sind. Aber wer weiß. Ich mag ja eigentlich Sprungrätsel. Ich würde es nur noch lieber mögen, wenn man irgendwie auch mal die Kameraperspektive wechseln könnte. Und man überhaupt mal sehen könnte, wo man hinspringt. Fände ich auch stark. Nee, komm. Pass auf, wir überspringen das, bis ich es geschafft habe. So, das war, ich hätte gar nicht überspringen müssen. Das war nämlich schon der nächste Versuch. So, jetzt darüber. Da drauf, da drauf. Da geht's doch weiter hoch. Seht ihr das da? Da geht's weiter hoch. Das kann jetzt aber dann doch kein Zufall mehr sein. So. So. Und hier geht's weiter hoch. Das ist doch kein Zufall. Nie im Leben ist das Zufall. Nie im Leben. Shit. Boah, wenn man die Kameraperspektive irgendwie so ein bisschen ändern könnte. Das stört mich tatsächlich schon. Ich hatte schon letztes Mal irgendwie überlegt, das zu thematisieren. Hab's aber dann irgendwie vergessen, dass man die Kameraperspektive... Also erstmal ist die sehr hoch, die Kamera. Man sieht immer nur den halben Charakter. Das ist auch irgendwie schon irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich... Beziehungsweise, ich sag das so die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ob man es ändern kann, aber... So. Und dann kann man da drauf. Und dann gucken wir weiter. So. So. Oh, Vorsicht, so. Da geht's weiter. Da würde es eventuell weitergehen. Wir gucken mal auf der anderen Seite. Da muss jetzt was ganz Fantastisches oben sein. Ne? Da sind wir uns alle einig. Das wird nicht wieder weitergehen.
So. Easy peasy. Oha. So. Weiß nicht, das sieht so steil aus hier, als würde man. Oh. Ja, ein bisschen hoch. Da, auch da geht's weiter. Okay, Moment. Dann gehe ich aber lieber einmal drumherum. Da muss was ganz fand. Also ich weiß gar nicht, mir vorzustellen, was da oben. Ah nee, das. Nee, wir gehen doch andersrum. Was da oben ist, was diesen Aufwand rechtfertigt. Weil kann ich mir im Augenblick gar nicht vorstellen. Meine wildesten Träume, was Schätze angeht. Wir gucken hier auch trotzdem einmal um die Ecke. Nee. Meine wildesten Träume, was Schätze angeht, werden ja jetzt wohl erfüllt. Wobei ich mir gar nicht ein vollständiges Portal, was ich nicht noch zusammenbauen muss. Das wäre zum Beispiel wär etwas. Eine Maske, eine neue. Das wäre auch was. Vielleicht eine, wo man fliegen kann. Ich habe übrigens nochmal, ich konnte es nicht lassen, nochmal gegoogelt, wie das mit dem Straußen aussieht. Weil ich irgendwie so sicher war, dass ich im Trailer gesehen habe, dass die fliegen können. Und dachte aber dann, das würde irgendwie so gar nicht zur Welt passen, wenn es Flugmounts tatsächlich gäbe. Und siehe da, ich habe mir den Trailer nochmal angeguckt. Boah. Warum ist das so scheißendreck schwer? Und die fliegen gar nicht wirklich, die stürzen nur kontrolliert. Und so hat das auch einer im Internet, in diesem neumodischen Internet beschrieben, dass die einfach nur kontrolliert stürzen. Ja, und dann. Weil ich hätte mal überlegt, irgendwann mal das so ein bisschen als Projekt vorzuziehen, die Straußen, weil ich die ja schon gesehen habe. Und ich denke mir, wenn ich sie sehen kann und den Sa wie schwer ist denn das hier bitte? Und den Sattelpol herstellen kann, dass sich vielleicht lohnen würde, das dann vorzuziehen. Wobei hier bei diesen steilen Sachen sicherlich ein fliegender, kontrolliert fallender Strauß cool gewesen wäre. So, liebe Leute, wir machen wieder so ein kleines Überspringen-Geschichtchen hier. So, wieder auf dem obersten Stein. Es hat diesmal länger gedauert als gerade. Es war nicht der nächste Versuch. So, wir tasten uns jetzt, weil ich keinen Bock habe, das nochmal zu. Aha, da geht's auch weiter, alles klar. Oh, hier muss dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt springe. Okay. So, alles klar. Ja, Flugmaut und so wäre jetzt schön gewesen. Achso, Moment, wenn ich jetzt hier draufstehe, kann ich. Oh, wenn ich springe, dann prallt der so ab. Das ist ja eine ganz miese Nummer. Ich kann auch nicht so richtig erkennen, so. Okay. 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 So, also hier. Das wird nicht gehen. Ich sag euch, da ist gleich garantiert nichts drauf. Garantiert. Das hier ist nicht zum Hochspringen, würde ich sagen. Hier. Nee. Zu hoch. Hier ist auch nichts. Tja. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Meint ihr, man kann jetzt hier so um die Ecke da drauf springen? Nee. Auf der anderen Seite vielleicht. Also auf dieser Seite. Ich weiß es nicht mehr. Auf der anderen Seite sah es, glaube ich, ein Ticken besser aus, aber auch nicht wirklich gut. Das sieht auch so ein bisschen aus wie eine Tür hier, ne? Aber kann man nicht mit interagieren. Boah. Also da oben ist eine Kiste, es ist also tatsächlich. Oh, eine Inschrifttafel da oben. Es ist also tatsächlich so gedacht, dass man da irgendwie hoch. Also hier ist so ein Ding, das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. So. Da kann man bestimmt auf dieses. Oh, wenn das daneben geht, ne, dann lande ich wieder da unten. Das war schon mal ein erster hektischer Versuch. Jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Bin mir jetzt nicht sicher, wie soll ich denn jetzt. Oh. Darüber? Da? Da ist noch so ein Stein. Nicht hier drauf. Shit. Shit. Jetzt kommt. Jawohl, natürlich. Selbstverständlich. Kann ich versuchen, so einmal on cam, bevor ich wieder. Ich habe nicht gemerkt, wenn man nach unten guckt, geht's besser. Ah, siehst du? Beim ersten Mal. Easy peasy. Boah, dass er mit seinen Waffen da rumhantiert die ganze Zeit, das nervt. So. Wobei jetzt ist das Schild so gut sichtbar. Das kann ich nicht so gut nach unten gucken. Das geht so doch besser. Also da muss ich mit Sprint mich
Oh. So, 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 so. Nein, nein, nein. Oh. So. Ja, anders geht's nicht. Eine andere Möglichkeit gibt's hier nicht. Jetzt hier einfach nach oben zu springen, das wird nicht helfen. So, da sieht man. Da ist noch so ein Gebilde. Aber das ist einfach nur. Ne, das ist nur wahrscheinlich Stein eingestürzt. Wir müssen da drauf kommen, da. Das geht nur mit Sprint, ohne geht's nicht. Okay. Okay. Ja! So, hier drauf. Jawollo! Wer sagt's denn? Uraltes Relikt, das ist alles. Diese eine doofe Kiste kriegt man jetzt als Belohnung. Eine Schadenmodifizierung. Waffe. Oh, 20. Das ist natürlich schon ganz gut. Oh, und 21 gelbe Kristalle ist auch mal nicht so verkehrt. Aufputschmittel. Naja, seltene Klaue. Gegengift. Ja, ist. Ist gut. Meteoritenerz kenne ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Aber jetzt. So, stellt sich noch die Frage: Kann man da auch noch hochspringen? Ist das hier ein Red Herring? Ne? Ein roter Hering? Dass man eigentlich noch der eigentliche Schatz da oben wartet? Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich glaube nicht. Was aber schon ziemlich cool ist, was man von hier oben für eine Aussicht hat. Nee, da kommt man nicht hoch. Okay, naja, immerhin. Das war ja was. Hätte man auch leichter haben können, wenn man schon einen Strauß hat und wenn er wirklich so irgendwie so kontrolliert ein bisschen segeln kann, wäre man vielleicht auch von da oben hier drauf gekommen irgendwie. Aber die Aussicht ist sehenswert, auf jeden Fall. Aber da kann ich ja mit meinem Alpaka nicht navigieren, ne? Das ist ja unmöglich. Wir gucken mal immer auf die Karte. Aber hier ist ja wieder so eine Pyramide und hier ist irgendwas eingezeichnet. Machen wir mal den Wegmarker drauf. Da unten. Nee, Leute, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Haha, nee. Nee, 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 nee. Wir gehen in der Richtung, in diese Richtung orientieren wir uns irgendwie. Wir versuchen da irgendwie hochzukommen. Okay. Ja, schöne Aussicht. Könnte noch weiter sein. Also, dass ich weiß nicht, das Spiel läuft selbst auf meinem Rechner, der jetzt auch schon ein bisschen älter wieder ist, mit Videoaufnahme absolut flüssig. Da hätte man auch die Sichtweite noch ein bisschen erhöhen können, meine ich. Aber gut, so ist es halt. So, habe jetzt gerade eben nochmal geguckt, da gab es noch so eine Einstellung, wo man die Sichtweite erhöhen kann, aber ich sehe jetzt, weiß nicht, mir fällt jetzt unmittelbar kein Unterschied auf. Wenn ich nachher dran denke, dann gucke ich mal ins Video, ob man da irgendwie was erkennt. Gut, wie dem auch sei, wir gehen runter. Wir nehmen die Schnellfahrt hier, in der Hoffnung, nicht zu sterben. So, wir machen hier. Oh, machen doch nichts. Aua. So, Leute, wir können weitermachen. Jetzt als 100 Gummipunkte für jemanden, der das macht, während Alpaka und Bot auf Follow stehen. Die anderen auch noch behindern beim Springen. Der ist euch mein ewiger Respekt gewahr, wenn ihr das schafft. Aber dann müsst ihr schon irgendwie auch ein Screenshot oder ein Video, ne? Sonst kann das ja jeder behaupten. Was ist das hier? Wieder Obsidian. Das ignorieren wir jetzt mal wieder. Hat ja letztes Mal, als wir hier in der Gegend waren, schon gesagt, wenn ich Obsidian brauche, dann hole ich das mal off-cam. Weil ich mir. Was ist das denn? Waren das Alligatoren? Warane. Cool. Würde ich schon gerne erstmal ausprobieren, die zu wegzumachen. Ist denn mein Kollege da? Mein Kollege ist da. Okay. Dann probieren wir das mal. Müssen ja alles mal austesten, ne? Au, ach ja, Gift haben die auch noch. Okay. Zwei Stapel Gift. Boah. So, ach, Kollege ist schon tot. Oh. Alter. Der kennt auch kein Erbarmen, der Kollege hier. Aber der Baran hat keine große Lust, mich hier noch weiter zu killen. Aber die Vergiftung, die 5 Stapel Vergiftung, die hauen jetzt schon irgendwie rein. Für 60 Sekunden, 30 Sekunden Vergiftung noch. Aber die Bandage heilt schon gegen. Ich muss nur jetzt am besten jetzt die neue Bandage reinpacken.
So. Okay, das. Ich finde es auch gut, dass sie jetzt nicht das Maut noch angreifen. Ja, Robin hat es dann schnell zerlegt, würde ich sagen. Sie hat es nicht lange mitgemacht. Aber gut, ich wäre ja auch fast gestorben. Kann man Robin jetzt keinen großen Vorwurf machen. Ich gebe es zu. So, jetzt muss ich irgendwie gleich. Okay, Vergiftung ist weg. So. Hart. Warane. Haben Warane? Ich kenne mich nicht aus. Haben Warane im echten Leben auch Gift? Schön ist, dass ich vom Zustand her noch erfreut bin. Das ist echt ein optimistisches Kerlchen hier. Wir versuchen es natürlich nochmal. Ist auch so scheißendreck schnell, ne? Ich hatte gehofft, dass er durch den Schildblock da irgendwie eine Reaktion drauf zeigt. Tut aber nicht. Okay, so. Wieder vergiftet. Alter Schwede. Jetzt kein Gegengift dafür opfern, ne? Das ist mir dann auch irgendwie zu blöd. So, was haben die denn? Man auf Steinhaut gar nichts. Premium. Dicke Haut. Oh, dicke Bestienhaut. Das ist gut. Das brauchen wir, glaube ich, für Rüstung oft, ne? Nehmen wir mit. Alter Schwede. Das nehmen wir auch alles mit. War ein kurzer Spaß. Moment, das ist neu. Es gab ein Update, hatte ich ja erzählt schon. Und jetzt sehe ich da oben gerade so ein, weil der auch vergiftet ist, das Alpaka. Halte gedrückt, um über die Details genaue Effekte zu prüfen. Ja gut, das gibt's schon. Auch Fallschaden ist auch bei ihm reduziert. Ätzend, ey. So, aber er sagt auch irgendwie Umgebungsgift, aber das stimmt nicht. Das war von den Varanen, oder? Also ich kriege jetzt auch noch Schaden. Ich weiß es nicht. Wir reiten einfach mal weiter. Weil es ist ja durchaus denkbar und möglich, ich meine, die Luft flimmert hier auch, dass hier irgendwie was mit Schwefel. Oh, ein Gürteltier. Schwefelhaltiger Luft passiert, ne? Also wir nehmen doch mal ein Gegengift. Kann man eigentlich so ein Gegengift auch dem Alpaka einflößen? Wahrscheinlich nicht. So, Amadillos, Gürteltier. Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Hä? Ja, okay. Sauber. Mal locker einen reingebrezelt. Zack. Habe ich mir gedacht, dass sie so eine Attacke haben irgendwie. Ich will mich gar nicht erst treffen lassen, weil ich irgendwie ein schlechtes Gefühl habe. Ich würde aber vermuten, dass die gegen den Schaden hier nicht ganz so resistent sind. So ist es. Das habe ich mir gedacht. So. Gürteltier zerlegt. Das andere Gürteltier hat es nicht interessiert. Das finde ich nett. Premium. Nichts Interessantes. Alpaka lebt auch noch. Alpaka hat irgendwie mit dem Gift, dem vermeintlichen, vermutlichen, vielleicht vorhandenen Gift, keine großen Probleme. Jetzt stellt sich mir schon die Frage, erstmal, wo ist die nächste? Da. Gucken wir mal. Nächste Pyramide und wenn da eine ist, klettern wir da auch wieder auf das Dach? Eigentlich schon, ne? Ist das der Content dieser Folge? Dann wird die aber lang. Aber das, was auf zwei Folgen zu strecken, ist auch irgendwie doof, ne? Die Murmeltiere kennen wir schon. Immer noch zu meinem großen Erstaunen, wie aggro die sind. Also wie aggressiv die sind, ne? Also ich kenne mich mit Murmeltieren jetzt nicht aus, aber ich glaube, im Zoo habe ich dann halt schon mal welche gesehen. Da kamen sie mir jetzt nicht so ultra aggressiv vor, aber weiß ja nicht so. Wie das so mit echten Murmeltieren in der Feuerwildbahn ist. So, wir sehen. Boah, wie das hier flimmert. Wir sehen, dass da wieder eine Kiste ist. Wir gucken uns das mal an, würde ich sagen. Wenn das exakt identisch. Oh, da sind Leute. Ausgestoßen. What? Was ist jetzt los? Warum? Warum tust du sowas?
Die gute Nachricht ist, ich habe die erste Etage schon geschafft. Was ist hier los? Wo kam der denn her? Was war das überhaupt? Mit Vögeln habe ich es ja echt nicht so, ne? Also man muss wirklich sagen, mit Vögeln habe ich schon schlechte, schlechte, schlechte Erfahrungen gemacht. Mann, doch. Wo kam der her? Was war das? Ist das. Nee. Kann ja kein Boss sein, ne? So ohne mir nix, dir nix. Geil. Echt geil. So, stehen wir jetzt mal wieder auf hier, oder was? Was ist eigentlich? Ich habe doch hier, diese Maske hat doch so Effekte irgendwie, wenn ich so viel Schaden nehme durch Sturz und sowas. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass das geholfen hat. Komm, ich mache mir noch eine Bandage rein, da geht's, glaube ich, schneller. So. Ja, jetzt guckst du da unten, wa? Da bist du erstaunt, dass ich plötzlich hier, dass ihr plötzlich Besuch habt. Alles Gute kommt von oben und so. Geschossen wird auch noch auf mich. Ist nicht in Ordnung. Ich habe eigentlich keine große Lust. Witzig. Keine große Lust, da nochmal runterzugehen. Jetzt gibt's Speer auf den Kopf. Zack. Ja, fand er nicht so gut. Ach. Komm, das schaffen wir. Zack. Naja, gut, die erste Etage wird ja leicht sein. Komm, wir gehen runter. Ja, komm. So, was haben die denn dabei? Bronze. Scharfe Soße, Heuschrecke. Ja, nehmen wir mit. Klingt lecker. Heuschrecke in scharfer Soße, das wollen die wahrscheinlich damit sagen. Ja. So, Alpaka, komm. Das ist, du kommst auch mal runter da, über kurz oder lang. Ah. Er hatte kurz einen unsichtbaren Bogen. Ist fantastisch, was sie alles haben. Zack. Zack, so. Feuerstein, Elitär, nein, brauchen wir nicht. So. Gefahr in der Nähe entdeckt. Ah, da sind noch welche. Ist hier noch eine Truhe drin? Nope. Sehen wir da schon irgendwelche Sprungsteine? Ne, nicht so wirklich. Aber das ist Alpaka, das ist Trusty da oben unterwegs. Verstehe man nicht. Oder das heißt, ich verstehe schon, aber ich finde es nicht so gut, dass wenn man so Angriffe hat, wie diesen Speer, dieses mehrfache Speer zustechen, dass man das hier einfach mit einem Block oder mit einem Dodge Roll unterbrechen kann. Oder warte mal, kann man das mit einem Block Roll unterbrechen? Ja, kann man. Ah, okay. Ich rede wieder Quatsch. Mit einem Block kann man es aber nicht unterbrechen. Da frage ich mich, warum. Also. Aber gut, wenn man es mit einem Dodge Roll unterbrechen kann, ist ja alles gut. So, wir gucken jetzt mal genau hin. Außer dass dann Alpaka offensichtlich schon darauf herumläuft. Schauen wir mal, ob wir irgendwo was finden. Das ist so eine, hat so eine extrem dunkle Oberfläche, ne? Kann man das durch das, ja, das Lämpchen kann man es ein bisschen. Hier sehe ich nichts. Hier käme man. Da käme man auch nicht hoch. Und da ging es auch nicht weiter. Hier. Da. Scheiße. Ja. Da hoch, da drauf, da drauf, da hoch. Dann käme man bis dahin und dann geht es natürlich irgendwie weiter. Aber mit allem gut, das Alpaka kann meinetwegen da stehen bleiben. Okay, wir versuchen es, ne? Also bei zweien kann man schon machen, denke ich. Ich mache das jetzt nicht bei jeder Pyramide, aber zwei sind okay, oder? Ich finde es auch irgendwie witzig. Muss ich sagen. Oh. Oh, wenn man da drunter dazwischen gerät, ist glaube ich nicht so cool. So, also genau so meine ich. Oh, nein, 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 nein. Ach so, muss ich jetzt auch auf den Vogel achten, dass der mich dann, wenn ich kurz vor dem Triumph stehe, also kurz davor oben drauf zu sein, na, kommt er dann und holt mich quasi? Nein, nein, nein. Ach, ja, genau in die Kante. Wer das hier designt hat, ne, mit der Kante, das ist ein großer Menschenfreund.
Achso, ich sollte vielleicht mal einfach nur springen und dann mich bewegen. Das ist ja viel einfacher. Ich springe immer so nach vorne, weil ich denke, der springt dann nach vorne. Aber ich habe ja ganz irgendwie so mehr oder weniger vergessen, dass man ja auch in der Luft noch navigieren kann. Das ist also viel leichter zu springen und dann erst nach vorne zu drücken. Ich bin mal optimistisch und sage, hier geht's weiter. So, aber hier ist erstmal nichts. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Auf der letzten Pyramide das doofe Tablet zu lesen. Da hätte ich einen Technologiepunkt mehr haben können. Oh, da geht's weiter, glaube ich, ne? Hier, ja. Shit. Ey, da habe ich das schon alles gemacht. Von vorne bis hinten. Und dann vergesse ich das. Oh. Okay. Zurück, zurück. Geht das? Ja, es geht. Das war gerade eigentlich ganz schön. Immer wenn man gefailt hat an dem Sprungding, dann hat man wenigstens nicht von vorne anfangen müssen. Okay, so, so. Oh, das ist schon mal gut. Hier kann man schon mal vieles machen. Wahrscheinlich, Moment, hier ist doch so eine Kante. So. Ah, okay, hier rechts. Oh, wenn man hier failt, ist aber auch dann nicht so schön. Nein, nein. Oh. Okay. Boah. Boah, jetzt ist es irgendwie schon stressiger. Wobei, das fühlt sich jetzt vom Schwierigkeitsgrad her, dadurch, dass man halt so weit runterfallen kann, theoretisch, und dann wieder neu starten muss, fühlt sich vom Schwierigkeitsgrad an höher als die erste Pyramide, was ja auch Sinn macht. Aber es ist ja ein Open-World-Spiel. Welche Pyramide in welcher Reihenfolge ich mache, ist ja überhaupt nicht festgelegt, ne? Also von daher ist das Zufall. Doch, doch. Ich glaube, hier drauf, hier drauf, hier drauf, darüber. Es läuft. Ich brauche was mit Schild hier. Ich drücke immer anscheinend immer an mein Mausrädchen beim Springen. Das war aber jetzt irgendwie, fühlte sich dann doch in der Summe leichter an. So, da hinten ist die Tafel. Hier gucken wir wieder. Seltene Schale, wieder Schadensmodifizierung, wieder gelbe Dinger. Sehr schön. Pflanzenessenz. Schön, 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 schön. Und natürlich hier die Inschrift lesen. Diesmal machen wir das auch. Die Technikpunkte lassen wir nicht liegen. Da hinten ist die nächste schon zu sehen am Horizont. Seht ihr das? Links. Oder ist das die alte? Ne, kann eigentlich nicht sein. Technikpunkte. Ja gut, habe ich halt einen Technikpunkt verkackt, versäumt. Da habe ich den Gorilla platt gemacht. Nur mal so. So. Das ist dann das hier, ne? Was ist denn da? Kann ich das schon sehen? Ne, kann man nicht sehen. Kommst du, Alpaka? Kann man mit Fernglas quasi, ja, kann man so ein bisschen was erkennen. Sieht nicht so aus, wie ich dachte. Ich dachte, das wäre irgendwie auch so ein Gebäudekomplex, aber es sieht aus, als wäre da auch wieder so wie so eine Art Krater. Aua. So. Und oh. Alles klar. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen, vom Robin eine Kopie zu machen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also die Bioinformationen in den Steintisch einzugeben. Das wäre schon irgendwie ein bisschen doof. So, was machen wir jetzt? Wir gehen aber jetzt nicht, also wie gesagt, ich mache jetzt nicht jede Pyramide hier. Ich weiß, dass das Zeug da ist. Wenn wir aber jetzt eh schon so weit unten sind hier, eigentlich ist das Ziel ja in den Krater zu gucken, aber wenn wir schon mal so weit unten sind, können wir natürlich auch da mal vorbeigucken jetzt, ne? Weil das sieht relativ gerade aus bis dahin und einfach zu beschreiten. So, das Alpaka hat, wollte gerade sagen, zu gar keinen Bock mehr, aber nein. Wir reiten mal kurz hin. Oh, es sieht auf der Karte näher aus. 1000 Meter, naja. So, wir lassen uns aber jetzt gar nicht großartig ablenken von irgendwelchen Viechern. Wobei, wir haben jetzt die Armadillos kennengelernt, wir haben die Warane kennengelernt, diesen merkwürdigen Vogel, den ich gar nicht ins Ziel bekommen habe, so schnell, wie der wieder weg war. Das heißt, ich glaube fast, hier ist gar nichts Neues mehr sonst. Weißschwanzrehe. Ich glaube auch tatsächlich, dass, oder ich hoffe, und ich glaube auch tatsächlich, dass im Laufe des Early Accesses die Interaktion mit den Tieren noch
extrem verbessert wird. Also, dass man noch viel mehr Tierarten wird irgendwie zähmen und nutzen können als Reittiere oder als was weiß ich was. Ist da unten ein Höhleneingang wohl? Und wenn ja, warum? Das müssen wir eigentlich mal abchecken, ne? Aber wenn ich da runtergehe, komme ich auch wieder rauf. Ja, das wird schon gehen. Wir gucken mal in die Ecke. Das kann nicht nichts sein. Aha, eine Mine. Ist das dann auch da in der Ecke? Ja, wenn da was ist, wird ja da nichts mehr sein, ne? Himmelschmesen gucken wir natürlich. Und wir gucken auch, was das für eine Mine ist überhaupt. Wieso kriege ich so viel Schaden? Durch das Gift nur? Durch die Eber wohl eher nicht. Komm, wir nehmen noch ein Gegengift. So, da ist die Mine. Ach, guck mal da. Barbaren. Das sieht aus wie Schwefel. Und hier in der Ecke ist aber noch was Besondereres. Nämlich Nüschte. Kann man da hoch irgendwie? Kann man, bringt aber nichts. Wobei jetzt sieht es ja so aus, als könnte man da auch hoch. Bin schon wieder. Nee, nee, komm. Genug geklettert. Für eine Folge. Naja, stimmt nicht ganz. Mal gucken. Mal gucken, was noch so kommt. So, ich kann jetzt nicht auf die Karte gucken, ob mein Schwefelverdacht wahr ist, aber es ist grünes Zeug. Das war bis jetzt, glaube ich, Schwefel. Und das passt ja auch zum Vulkan, ne? Irgendwie. Bin kein Geologe, aber so wird es wohl sein. Deswegen ja auch das Umgebungsgift hier. Läuft. So, bin mal gespannt. Ja, okay, da sieht man es ja. Ha. Okay. Schauen wir mal. Ich sehe. Plünderer. 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 Ich wiederhole es gerne. Plünderer. Warum wiederhole ich das so? Weil Plünderer waren doch zuletzt, im Grunde genommen zuletzt im großen Stil, direkt am Anfang des Spiels eigentlich, nämlich in den uralten Ruinenresten. Was ja auch von der Optik her so aussah, oder? Und da gab es doch irgendwas Besonderes am Ende, ne? Gab es da nicht irgendwie das Skill zur Wiederbelebung? Also noch nicht die Steintafel, aber zumindest das Skill. Und außerdem gab es da jede Menge coole Rüstung. Deswegen hoffe ich mal, dass die Kollegen, und so sieht es auch aus, Eisenrüstung haben und ich mich hier neu eindecken kann. Wenn ich, ne? Ihr wisst, was ich meine. Eis. Aha. Temperatur verringern. Aha. Okay. Naja, gut. Ist jetzt so was, womit ich überhaupt gar nicht gerechnet hätte, aber. Hauen aber ganz ordentlich zu. So. Ganz ordentlich, mein lieber Mann. Oh, hat das gesehen, wie dynamisch der Kollege da irgendwie wie so eine Art Fußfeger gemacht hat? Das ist kein normaler Eisenspeer, was er da hat. Haben die Stahl, die haben Stahlsachen an? Kann das sein? Das sind doch keine Eisensachen. Oder? Werden wir gleich sehen. Das ist definitiv auch ein Schild vom Stil her, wie ich ihn nicht kenne. Boah, bitte droppt das Zeug. Bitte, bitte, bitte. Ja. Mechanischer Stahlschild. Ja, hallo. Ein aus Stahl hergestelltes Schild. 95% 26,2. 9, ja. Obwohl 27, naja, gut, aber trotzdem. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Noch den Speer bitte. Eisenpfeile nehmen wir natürlich auch mit. Lederseil nehmen wir auch mal mit. Die anderen Eisenpfeile auch, aber ich hätte, oder ich würde auf so einen Speer hoffen, immer noch. Kann ich eigentlich, wenn ich so werfe, den auch treffen? Boah, das war aber schon nicht schlecht. Oh, Moment. Muss man ein riesiges Schild rauspacken. Der hat auch Speer. Jetzt droppt den mal. Und auch die Rüstung. Die sieht nämlich auch von der Optik her schon cool aus.
von der Optik her nichts. Kacke. Aber apropos Pfeil und Bogen, die kann ich auch mal benutzen, ne? Asbest, ja, weiß ich nicht. Feueropal, Hitzeschutzmodifizierung. Die benutze ich jetzt mal nicht, in der Hoffnung, dass ich hier neue Rüstung bekomme, in die ich dann die Hitzeschutzmodifizierung reinsetzen kann. Macht das Sinn? Das macht Sinn. So, Alpaka. Komm, ja, okay. Komm ran. Da ist noch eine Kiste. Das ist ja mal was. Das ist ja mal was. Ja, nehmen wir alles mit. Hitzeschutz werden wir auch im Norden brauchen wahrscheinlich, also im Nordosten. Gehe ich mal von aus. So. Sieht, also ich hatte das Gefühl, diese erste Ruinenreste oder was das, wie sich das hier schimpft, die waren härter als das hier, weil da mehr Gegner auf einen Schlag waren immer. Tschüss, mein Freund. Jetzt lasst aber mal ein bisschen großzügig meine Rüstung fallen. Oh, das hat aber wenig Schaden gemacht. Ne, das lässt immer schön. Ach, ey. Keine Rüstung. Das ist ja kniepig von euch. Naja, es wird ja wohl noch einen Boss geben. Und die sind ja normalerweise immer relativ großzügig, würde ich sagen. So, können wir jetzt mal den Bogen benutzen vielleicht und mal aus der Ferne so einen. Hier ist ja wahnsinnig viel Platz, aber gar nicht viel los. Also in dem anderen Ding war ja wesentlich mehr los. Okay, das bringt... Der hat sein Schwert als Dings genommen, als Krücke, wenn man so will. Ja, okay, das ist so mittelprächtig gut. Zack. So. Aber keine Rüstung, gar nichts, ne? Keine Rüstung. Ich will das Alpaka gar nicht so nah an mir haben, falls es irgendwie so einen AOE-Schaden gibt. Ja, je nachdem, was sie alles so haben, so an Waffen und sowas, könnte das voll ins Büchschen gehen. So, da hinten ist der höchste Ort. Der höchste Turm, wie man es auch immer sehen will. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn dieses Q-Drücken auch Kisten gehighlightet hätte. Hätte ich überhaupt nichts gegen gehabt. Kann man sich vielleicht vorstellen. Da könnte man... Ne, da kommt man nicht hoch, glaube ich nicht. Hier ist nichts. Hier wird vom Gefühl her auch nichts sein mehr. So ist es. Wenn ich überlege, wie viele Kisten die Barbarenstämme so in ihren Dings haben. Ja, ein Schwert würde ich auch nehmen, falls euch das fragt. Aber am liebsten hätte ich schon gerne einen neuen Speer. Au. Oh, von links kommt irgendwas. Aua. Ja. Ja. Mhm. Die macht wenig Schaden. Zack. Wir gucken schnell rein. So viel Zeit muss sein. Die Wurfdinger kannst du behalten. Schaden macht er ja nicht, da hinten uns anfallen, ne? Muss man ja auch mal sagen. Speer. Wobei, ich habe ein Schild bekommen bis jetzt. Und das war's. Doch, die Wurfdinger. Was waren das denn für Wurfdinger? Habe ich jetzt so schnell gar nicht drauf geachtet. Waren das ganz normale Eisenwurfdinger oder war das was anderes? Da gucken wir nochmal eben nach. Oh. Zack. Hi. Ach, echt jetzt? Oh, oh, ich sehe gerade. Mir geht's ja gar nicht gut. Schön, dass hier, wie auch immer, hier ein Baumstamm hinkommt. Zack. Nicht mit dem Commander. Ist ja auch irgendwie schön, wenn man für das Alpaka, aber vielleicht kann man das ja sogar, hatte gerade überlegt, für das Alpaka verschiedene Distanzen einstellen kann, wo es sich so bewegen soll. So, was war das hier? Ach, ein ganz normaler Eisenwurfspeer. Das wäre... Wer war das? Was ist hier passiert? Aha. Kommt ja plötzlich alle her. Das auch noch einer. Ach nee.
Hä? Was ist hier los? Okay. Hey, merkwürdig ist am Werk hier. Nee, 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 ich will nicht. Nein, 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 ich will nicht. Und ich will auch nicht, dass das Alpaka. Also irgendwie bewegt sich mein Kollege ein bisschen merkwürdig. Okay, das Alpaka interessiert das nicht so wirklich. Dann ist ja gut. Zack. Aber das Alpaka nervt mich trotzdem. Okay. Der kann schnell zuschlagen. Oh, wie doof. Oh, wie doof. Oh, wie doof. Oh, wie doof. Wie doof, wie doof, wie doof, wie tot. Nicht bewegen. Okay. Oh, das war vollkommen unnötig, ey. Vollkommen unnötig dämlich. Komm, wir nehmen noch so ein Ding. Das geht schneller alles. Bin ungeduldig. Ungeduldig. Ich hätte nicht gedacht, dass hier noch so ein, was immer das hier ist, auf mich wartet, tatsächlich. Was macht mir denn noch so Schaden eigentlich zwischendurch? Es ist, glaube ich, immer noch das Umgebungsgift, was nicht mehr da ist eigentlich, mir aber trotzdem irgendwie Schaden macht. Das ist wieder so ein Bug, glaube ich, ne? Wie in der letzten Folge. Ich nehme einfach mal ein Gegengift und dann hat sich das vielleicht auch einfach erledigt. Ja, da oben tut sich auch noch was. Unrealistischerweise. Oh, Moment, das gucken wir uns gleich mal neu an. Ist denn das, wo er da so durchflutschelt? Ist das Fett oder was? So. Zack. So, jetzt du hast aber jetzt bestimmt auch tolle Sachen dabei, ne? Ja, Eiswürfel immerhin. Eisenwurfäxte. Naja. So, was haben wir denn hier? Abgenutzter Stahlring. Jawollo. 198, 35. Ja, aber sowas von. Kartoffeln esse ich auch noch. Warum? Weil ich es kann. Naja, okay. So, da oben erwarte ich ja nun fast irgendwie ein Bossfight oder sowas. Hier ist nichts drin, aber hier habe ich schon eine Kiste gesehen. Was interessant wird, das wird, ist mal wieder fordernd. Ist eigentlich ganz cool, mal wieder, weil ich ja so gnadenlos überlevelt war, war es ja stellenweise nicht mehr so fordernd. Aber das ist es jetzt wieder. Und das ist eigentlich ganz cool. Zack. Nee, das lässt du mal. Davon haben wir eigentlich. Oh, Stahlhandschuhe. 115, 28. Oh. Krass. Die Uhr, gut, sind uralte Handschuhe. Ich nehme die trotzdem mit, weil die wahrscheinlich ja trotzdem besser sind als meine Eisenhandschuhe. So, links haben wir eine Elite, rechts einen normalen. Wir wollen erstmal die normalen anlocken, bevor wir die Elite uns. So, der hört uns schon. Hallo. Und jetzt sieht er uns. Dann komm mal ran, Bursche. Da oben ist auch einer gekommen. Der schießt, aber den kann uns gar nicht sehen eigentlich. So, und der droppt. Jetzt war da so. Ah, oh je, oh je, oh je. Ich glaube, ich bin schon wieder fällig. Oh je, oh je. Ist eigentlich auch erstaunlich. Es gab schon lange keine neuen. Ja. So macht man das. Wir können das auch traden. So. Lange keine neuen Bandagen mehr. Oh, ja, danke, bitte, gerne. So, können wir den mal ein bisschen näher holen. Ich will nicht den Boss gleichzeitig da haben. Das wäre nicht so schön. Aber Waffen? Waffen gab es bisher gar nicht. Also außer hier Fernkampf. Also Pfeile, ne? Aber sonst nichts. Sehr kniepig. Der flog schön durch die Gegend. Ja, Pfeile und ja, Wurfspeer, aber auch nur Eisen. So, da ist nichts mehr. Jetzt haben wir da noch einen Elite-Freund. Ja, soll ich da irgendwas mit. Naja, das bringt alles nichts, glaube ich.
Gerade überlegt, mit Gift irgendwie zu handhaben, aber das hat noch nie was gebracht. Bei keinem Gegner, also bringt es bei dem auch nichts. Was soll das? Also. Ja, können wir eigentlich hier hochgehen, ne? Hi. Ne, jetzt komm. Ach, jetzt machst du auch mit Gift rum, oder was? Nee, lass mal. Alter. Ja, wann hört das auf? Ja. Alles klärchen. Jetzt Impetus. So. Ja, man muss auch manchmal ein bisschen in der Luft rumfuchteln, damit die wissen, wo der Hammer hängt. Also, wo ihr Hammer hängt, weiß ich offensichtlich schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Darf ich jetzt mal eben ganz kurz Spielstopp? So, danke. Kann ich das eigentlich vernünftig blocken? Und wenn ja, kriege ich da irgendwas für? Ja, kann man schon so sagen. Was bedeutet das wohl? Außer, dass es ein Powerangriff ist oder sowas. Aua! Ich wollte clever sein. Nee. Ach, sowas können die. Oh, sowas können die auch, okay. Nee, nee, nee. Oh. Oh. Okay. So. So nämlich. Okay. Das, oh, ja, danke, 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 danke. Nehme ich doch gerne. Jawollo. Ja, ohne Nachteile vor allem. Ja, nehmen wir. Nehmen wir Stahlbuchse. LP 412, maximal LP 300 nur. Ja, das nehmen wir. Die Stahl schon 137,5. Boah, die Uralten sind noch mal so viel krasser. Aber der Angriff ist da nicht so hoch. Angriffstempo dafür nehmen wir mit. Der Ring ist gar keine Frage. Mechanische Doppelklinge ist leider eine Waffe, die ich bisher überhaupt noch nie benutzt habe. Nehmen wir natürlich trotzdem mit. Und leider nur Eisenfäustlinge und keine mechanischen irgendwas. Schade, Eis nehmen wir mit. Lederseil immer. Oh, Blutbildungscreme. Das ist wahrscheinlich, ja, die dritte Stufe. Cool. Und auch nur ein doofer Eisenbogen. Ja gut, nehmen wir auch mit. So, das ist mal meins, das nehmen wir auch mit. Tequila nehmen wir einen Schluck. Kann immer. Silber brauchen wir nicht. Stahlring nehmen wir natürlich auch mit. Okay. Das sieht doch optisch auch gleich doch schon ein Tuckelchen besser aus, würde ich sagen. Dann schauen wir uns noch. Wir sind noch nicht gar nicht fertig, ne? Da geht es ja noch bis dahin irgendwo weiter. Da wird also noch ein Boss kommen. Ah, schade, dass sie die Doppelschwerter hatte. Wirklich schade. Aber da kann ich mir mal den Schaden angucken, das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht sollte ich auch mal, ja gut, aber jetzt einfach so, mir nichts, dir nichts. Eine neue Waffe. Ich habe ja schon mal eine neue Waffe irgendwann mal ausprobiert und das ist auch so derbe in die Hose gegangen. Ach guck mal, der Eisenspeer macht Schaden 100 und die Doppelklinge macht auch 100. Der Unterschied ist allerdings, ne? Ausdauersenkung 7. Ich nehme an, das ist gut. Je höher, desto besser. Zähigkeitssenkung, keine Ahnung, was das alles so bedeutet. Ich bleib bei dem Schuster, bleib bei deinen Rappen. Ich bleib beim Dingsbums. So. Da ist noch eine besonders aussehende Kiste, aber wir machen das in Ruhe hier. Wir nehmen alles mit, was geht. Auch Zeug, für den wir nicht wissen, wofür es gut ist. Da kommt wieder einer angelaufen. Das macht aber nichts. Oder? Ne, der läuft weit, weit weg. Was haben wir hier? Schadensmodifizierung. Nehmen wir gerne mit, aber ich hoffe ja noch auf neue Waffen, wo ich das dann drauf buttern kann. So, das ist das Ziel hier, die Pyramide. Da war letztes Mal nichts Besonderes bei dem letzten Ding, aber trotzdem ist das das Ziel. Da ist ja gerade einer weggelaufen, in der Richtung. Das muss also hier gewesen sein. Wir sind.
Weiß gar nicht so ganz genau, wo wir jetzt hergekommen sind, genau auf der Map betrachtet. Aber ist auch egal eigentlich. Da ist einer. Der kommt hier um die Ecke. Ne, kommt er nicht. Doch, kommt er doch. Ach, der schummelt sich da so an der Seite lang. Ja, ein Schwert würde ich auch nehmen, falls ich das haben sollte. Würde ich auch nehmen. Also das war für mich, war das ein Block, ne? Mal so. Ne. Das machst du mal nicht. Ach, Bandage. Ich meine, okay, ne? Nehmen wir Bandagen, aber mit den Waffen sind die kniepig. War das bei der ersten Ruine auch so? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. So, da ist noch eine Truhe. Wir kommen da näher. Was wir nur noch nicht gesehen haben, ist, wo der eine, der gerade da hinten in dieser Gegend rumlief, wo der jetzt hingelaufen ist, wo er herkam, was Phase ist. Keine Ahnung. Wird sich alles noch ergeben, denke ich. Hi. Was war das denn? Da ist so, wie so Energie, die da so... Oh, zu zweit. Das könnte jetzt dann doch... Naja, wohl. Sterben halt zwei Leute, ne? Von denen. Oh ne, oder einer und der heißt ich. Der heißt 80. Alpaka, du machst das. Das war jetzt noch überraschend, aber es war, glaube ich, auch so ein Pfeil von oben noch. Ach, der hat keinen Bock mehr, oder was? Oh, doch, hat er. Hey, habe ich den noch getötet? War ich noch durch Blutschaden oder so? Vom Hammer habe ich auch ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Ich weiß noch, irgendwo, wo ich mal war, hat mich der Hammer auch ein bisschen überrascht. Ah, die Scheiße. Ja. Tschüsschen. Hui. Schön, was haben wir hier? Stahlhandschuhe, nehmen wir mit. Wenn nicht für mich, dann für Freunde. Aha. Stahlhammer. Ich glaube, jetzt haben wir so langsam alle Waffen oder einige Waffen durch, die ich nicht nutze. Wie, oh. Mal, das ist Eisen. Ja, dann nehmen wir noch. Oh, endlich. Nehmen wir gerne. Nehmen wir sowieso. Das nehmen wir auch wieder mit. Ja, jetzt reden wir doch mal von den richtigen Sachen hier. Endlich. Aber es ist immer noch nicht der Speer. Immer noch nicht der Speer. Und ich kriege immer noch krassen Giftschaden. Weil ich auch wieder das Gegengift. Also, ich habe ein bisschen. Also, ich könnte jetzt neu einloggen, weil ich extrem stark davon ausgehe, dass das ein Bug ist, dass hier noch das Umgebungsgift mir abgezogen wird. Ich glaube nicht, dass das korrekt ist so. Aber ich befürchte auch, wenn ich mich jetzt neu einlogge, dass es dann wieder regnet. So war es nämlich in den letzten Folgen immer. Und das war blöd. Zack. Schön. Ne, das wollte ich gar nicht mitnehmen. Sollen wir da lang gehen? Oder jetzt hier hoch? Ich würde sagen hier hoch, ne? Ja, hier, also ist ja eigentlich gar keine... Was ist das denn da? Was ist denn das? Das kennen wir ja noch. Oder ist das eine ganz normale Steinplatte? Moment, da müssen wir erstmal eben mal eben kurz gucken. Hier war auch gerade noch so ein Typ. Die laufen gerade weg. Ah, ich muss sagen, auch wenn es sich ein bisschen wie Cheaten anfühlt, dass ich das Gewicht erhöht habe, was man mitnehmen kann, das ist so befreiend, sich um den Mist nicht mehr kümmern zu müssen. Das muss ich wirklich sagen, ist... Oh, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich angenehm. Habe ich die da drin? Ne, habe ich nicht. Das macht so gleich viel mehr Spaß. Auch das ist natürlich was, was man im Multiplayer jetzt also ja nicht benutzen würde unbedingt, also es sei denn für alle. Aber jetzt für mich ist das vollkommen okay, wenn ich alleine bin, mich um den Mist nicht kümmern zu müssen.
Ich hasse es. Haha, das war ein guter Treffer. Ja, klar. Natürlich. Aha. Wieso stichst du jetzt nicht mehr zu? Alter, war das nervig. Zack. Die einfachste Attacke von ganz am Anfang, ne? Das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Das ist auch nicht. Stahldinger nehmen wir mit. Korrosionsbehälter brauchen wir jetzt mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube, obwohl, das Umgebungsgift ist eigentlich auch relativ egal. Ne? So, da waren wir auch noch nicht. Aber wir gehen jetzt natürlich erstmal hier in den... Ach, das ist doch so eine ganz normale... Vielleicht lerne ich da auch was. Also, das ist ja so ein Trigger irgendwie. Der macht ja irgendwas. Also da bin ich dann doch jetzt mal gespannt, was ich da kriege. Ob ich da was kriege. Ist auch irgendwie immer so mehr oder weniger genau das Gleiche, was da so drin ist, ne? Oder? Glaube ich. Oh, das ist aber Glück jetzt hier. Kommt der Typ schon? Ich glaube, der kommt schon, ne? Ah, wohl. Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Zack. Ein Technikpunkt. Na ja, gut. Es stand auch was im, in den Patch Notes von wegen irgendwelche Portale, dass mehr Portale an verschiedenen Orten irgendwie noch sein sollten, an irgendwelchen heiligen Städten. Vielleicht war das hier auch dabei und vielleicht gibt es dann hier irgendwie ein Portal. Oh, schön. Jawohl, nehmen wir alles mit. Ist ja denkbar. Ist ja denkbar. Also an Pyramiden sollten Portale sein. Ich nehme an den Boss-Pyramiden, was auch total Sinn macht, dass wenn man den Boss irgendwie machen will, dass man da nicht immer hinlatschen muss, sondern oder sich von Pyramide zu Pyramide auch nochmal teleportieren kann. Würde aus meiner Sicht absolut Sinn machen. Ja, Punkt. So, hier ist aber eigentlich nichts mehr, außer jetzt eine Kiste und was immer das da in der Mitte ist. Und dann gibt es hier noch den Außenbereich im Süden. Vor allem waren wir, glaube ich, noch nicht. Da laufen ja Leute rum. Wobei das... Ist ja schön. Jetzt habe ich aber meine Stahlausrüstung. Aber Waffen habe ich noch nicht alle. Da wäre natürlich noch schon noch was zu machen. So, was haben wir hier? Bedienemechanismus. Aha. Eins von vier. Eins von vier. Heißt das, es sind in diesem Komplex hier vier Stück versteckt? Oder weltweit vier Stück versteckt? Weil... Ich kann mir jetzt eigentlich fast nicht... Jawohl, der Ort ist noch groß genug, ne? Da kann man noch... Da kann noch ordentlich was sein. Jetzt wird es auch noch dunkel. Unangenehm. Aber das war ja jetzt eine der... Ja. Oh. Natürlich. Natürlich, natürlich. Und das Alpaka immer mittendrin. Und da kommt der dritte. Alles klar. Ach, Leute. So, ich glaube doch, der Speer ist immer noch das Bessere, die bessere Alternative. Mhm. Wenn ich mal wieder irgendwas machen darf, dann... So, dann geht's mit dem Speer. Da muss man nur draufhalten, da muss man nicht fancy sein, einfach nur draufhalten. Naja. Ja, nehmen wir mit. Klar, gar keine Frage. Eisenfäustlinge in Rot nehmen wir auch nochmal mit. Auch keine Frage. Meine Güte.
Aber jetzt noch drei weitere von den Dingern finden? Also mir käme es so vor, mir kommt es so vor, dass wenn es hier wirklich vier Stück gäbe, ich eigentlich schon mal mindestens eins hätte finden müssen. Also vor dem in der sehr auffälligen Pyramide. Aber gut, die kann, wenn so ein Ding hier einfach irgendwo ziemlich random in so einem Gebäude ist. Aber dafür war das eine ja auffällig in der Pyramide. Und die Frage wäre als nächstes, was passiert denn, wenn ich alle vier gefunden habe? Wo öffnet sich denn etwas? Da ist ein Boss. Wo es vorher nicht offen war. Steht ihr, wie ich meine? Kommt mir irgendwie komisch vor, als wäre das vielleicht dann doch eher gar nicht alles hier, sondern an anderen Orten. Zumal vor dieser Pyramide auch kein Boss war, anders als hier jetzt schon wieder. Ach, meine Feststelltaste immer, ne? Ja, komm, Kollege. Und bring mal einen Speer mit. Komm, sei doch nicht so. Bring doch einfach mal einen Speer mit. Für mich. Nee, das kannst du ja behalten. Nee, nicht eure komischen Hämmer oder was ihr da auch immer alles habt. Ach, da oben geht's auch weiter. Wie soll ich das mir nur merken, wo ich schon überall war und wo eben noch nicht? Aber er hat, ist das nicht ein Speer? Er hat einen Speer. Oh, er lädt seinen Hammer gerade auf. Das machen wir fein ohne mich. So. Speer. Speer. Salz, ey. Echt jetzt? Eis. Boss, hier unten geht's. Okay. Auch weiter. Aber gut, wir machen wohl offensichtlich den Boss zuerst. Ich lauf mal eben hier rüber. Hier ist eine Truhe. Truhe interessiert mich jetzt gerade gar nicht mehr, obwohl das Zeug wahrscheinlich, was da drin ist, ganz toll ist. Aber interessiert mich halt trotzdem einfach. Boah, gerade nicht so sehr. Starkgiftpfeil, okay. Da bin ich ja doch. Ach, die Scheiße schon wieder, ey. So. Der hat eine Maske auf, der Kollege. Machen wir weiter. Fertig? Danke. Au, ja, klar. Das war's. So. Den ganzen Kram nehmen wir wieder mit. Ist aber jetzt gelb statt rot. Was haben wir hier? Starkgift, Stahlpfeil. Ja. Eisenbogen, aber nur Eisen. Mechanische Stahlklinge, die ist auch nur gelb. Nehmen wir trotzdem natürlich mit. Gar keine Frage. Noch eine schöne neue Creme. Creme. Das nehmen wir natürlich alles erstmal mit. Eisenbogen lassen wir. Ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ist vor allem auch kein Mechanismus, den wir bedienen können, in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht so genau. Da ist auch was Besonderes. Also dieser hohe Turm da. So, wo sind wir denn überhaupt schon? Das war das Zentrum quasi. Da haben wir das benutzt, dieses Ding. Okay. Wenn ich alle vier finde, dann bricht der Vulkan aus. So, hier ging es irgendwie noch weiter, da waren wir auch noch nicht. So, Plünderer. Normale Gegner. Ist auch wieder nur so ein dober Wurfspeer, ne? Du kannst auch gerne runterspringen. Weg ist weg. Ich bin mittlerweile ein bisschen beleidigt, dass sie mir alles geben, aber was ich haben will, nämlich den Speer, den geben sie mir nicht. Das ist schon irgendwie, ist nicht nett einfach. Komm, lass das mal sein. Boah, du hast zum Beispiel den Speer. Du könntest einfach mir den mal geben.
Und zwar jetzt bin ich für. So, mal gucken, ob er einen Speer jetzt dabei hatte. Fäkalienbälle, den darfst du behalten. Aber er hatte den Speer. Hat er wieder nicht, ey. Oh. Abgenutzte Stahlbuchse. Nehmen wir mit für Freunde. Ich habe relativ viel Kram jetzt schon dabei, aber es passt noch einiges, von daher. Ein Hoch auf den neuen Patch. Aber auch hier erstmal, ich sehe kein. Hallo. Kein Ding, was ich irgendwie bedienen könnte. Au. Die Pause. Ach, das ist nicht wahr. Vor allem, ich habe schon angefangen, ne? Der erste hat ja gerade, glaube ich, schon gesessen. Bevor der, jetzt langsam, aber sicher, wird es aber dann doch jetzt auch kriminell. Der erste hat schon gesessen, bevor ihr Block kam. Aber es zählte nicht als. Es zählte für sie trotzdem als Konter. Das ist irgendwie, so lala. Von der Logik her. Wie viel kommen denn hier noch? Speer. Speer-User haben ja, da bin ich ja erfreut, die zu sehen. So, komm. Einfach, machen wir jetzt. Ja, der Speer hat natürlich, selbstverständlich hat der eine Stahlklinge dabei. Der Speer-User. Also ich glaube mittlerweile nicht mehr an einen Zufall, übrigens. Nur mal so. Ich glaube, das ist irgendwie ganz, ganz fiese Absicht. Vor allen Dingen, ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir jetzt noch vier von diesen Mechanismen finden. Oder die waren vielleicht irgendwo versteckt, so an den Decken oder sowas. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, ne? Oh. Aber frag mich jetzt, wie viel Lust ich habe, jetzt nochmal hier durchzulatschen. Durch alles. Und mir alles nochmal sehr genau anzugucken. Hm. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, wie man sieht, die ganzen Truhen zu leeren. Weil es sich auch so ein bisschen unwichtig anfühlt. Aber auch. Wie wäre es jetzt zur Abwechslung, wenn der Typ mit den Schwertern plötzlich ein Speer dabei hat? Wie wäre das denn? Können wir uns darauf irgendwie einigen? Wobei es grundsätzlich schon. Was war das denn? Hä? Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. War das wieder so ein doves Giftgeschichtchen oder wie? Indem man gegengift. Ich muss gleich mal den Client neu starten, ey. Aber dann, ich weiß nicht, ob dann die Möglichkeit besteht, dass der Respawn wieder da ist. Das wäre auch nicht so super. Naja. Naja. Ich glaube nicht, dass ich hier noch vier von diesen Mechanismen finde, wenn ich ehrlich bin. Aber ich starte gleich mal den Client mal danach, weil das Umgebungsgift, das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Die macht aber auch Schaden. Blutungsschaden macht die auch. Das lasse ich mal. Ja, ach so, das bricht die ab und haut dann sofort zu. Warum ist sie so schwer? Also warum, was ist denn der jetzt? Gut, die ist Level 50. Aber die war schon also deutlich schwerer als die anderen alle, ne? Stahlwurf-Extra hatte die auch dabei. Das erklärt aber gar nichts. So, um das mal gesagt zu haben. So, ich ziehe mich mal hier irgendwo in eine unauffällige Ecke zurück und dann starten wir mal den Client neu, um des Umgebungs, um das vermeintlich, vermutlich, wahrscheinlich falsche Umgebungsgift loszuwerden.
Aber Moment, das Alpaka, das muss schon in der Nähe stehen. Wo bist du? Da oben, na klar. Wir gehen hier in die Ecke. Alpaka, kommst du? Ja, danke. So, okay, gucken wir mal. So, das war so klar. Natürlich regnet es wieder. Es ist merkwürdig. Ja, aber wo willst du denn hin? Hallo. Mitkommen. Mitkommen. So, was haben wir? Wir haben auch Respawn. Shit. Jetzt kann ich ja nicht mehr so gut erkennen, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich jetzt auch noch dunkel ist. Weil es regnet. Na gut, egal. Wir gucken einfach mal weiter und kämpfen uns so ein bisschen hier durch. Boah, krass, was das für einen Unterschied macht, wenn das nur Level 47 ist statt 50, ne? Das ist echt krass. Und dann schauen wir mal, was noch so kommt. Aber das Gift ist tatsächlich weg. Also das ist auch noch wirklich ein relativ krasser Bug eigentlich, dass man bei Verlassen der Gegend offensichtlich nicht unbedingt Level 49, scheiße. Den Debuff verliert. So, aber der hat jetzt garantiert was für mich dabei, nämlich ein Speer. Aber jetzt sind hier auch Leute schon respawned hier. Also hier, wo ich gerade sogar war. Nee, nee, das lass du mal schön sein mit deiner Kacke. Okay. Nee. Nee, lass mal. Ach, Fäkalienbehälter statt Speer. Oh. Na komm, einfach drauf. Einfach drauf. Also Bandagen habe ich nach diesem Trip. Auf jeden Fall mehr als genug, glaube ich, ne? Aber trotzdem irgendwie mit diesen vier Schaltern, ich weiß nicht. Und natürlich, dass es jetzt regnet und ich dann noch weniger sehe, macht es auch jetzt irgendwie insgesamt nicht schöner. Nehmen wir mit. Ja, vor allem wo, außer, also wenn es eh schon in der zentralen Mini-Pyramide da war, wo soll es denn sonst noch sein? Also ich meine, das war ja auch das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe. Das, also, weiß ich nicht. Aha. Achso, er hat abgewehrt, geblockt, während er auf dem Boden lag. So, klar. Mach ich auch immer so. Wobei ich ja gerade irgendwo noch diese komische hohe Ruine gesehen habe. Das wäre ja auch nochmal so ein Hotspot quasi. Oh, hier ist ein Ausgang eigentlich. Mal sehen. Ja, mach mal ruhig, deinen doofen Pfeilen. So, wo sind wir denn jetzt auf der Karte? Wo sind wir von hier reingekommen? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich weiß echt nicht mehr. Aber das Feine ist ja wirklich, ne, wenn du hier unterwegs bist, brauchst du halt nichts mehr zu craften. Wobei, das ist halt alles abgenutzt. Das wird halt irgendwie insgesamt auch schlechter sein als das, was man selber herstellen kann. Zumindest potenziell. Geht's da weiter? Ich kann es wegen dem Regen nicht so gut erkennen. Ne, sieht nicht so aus. Dann gibt es auch wenig Grund, die beiden Kollegen zu machen eigentlich, ne? Außer vielleicht die eine oder andere Kiste. Wobei, wenn es hier so ein Ende ist, könnte da ja so ein Schalter drin sein. Wir gucken. Doch. Okay. Der hat aber auf jeden Fall auch einen Speer für mich dabei. Der ist nämlich Level 50. Okay. Der hat auch eine ultra kaputte Angriffsdingsgeschichte. Angriffsanimation.
Haha. So, komm, bitte, 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 bitte. Das Spiel bleibt sich in der Hinsicht zumindest mal treu. Da kann man nicht meckern. So, hier ist kein Schalter, kein gar nichts. Da drüben, hier ist, stand die gerade schon da, die Kiste? Kommt mir so neu vor. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vor allem jetzt ist alles respawned. Anscheinend jedenfalls. Ich könnte mir dann eher vorstellen, tatsächlich, dass es von dieser Art, also von den uralten Ruinenresten, insgesamt 4 Stück auf der Welt gibt. Hier, hier und dann vermutlich ja irgendwo hier und hier. So wird das sein. Guck mal hier, das sieht doch auch schon so aus irgendwie, ne? Und dann kann man, muss man, darf man alle 4 bedienen. Innerhalb vielleicht von einem Tag. Oder ich habe das halt hier, das Ding, was hier drin ist, vielleicht nicht gesehen. Ich wüsste nicht, wo soll denn hier noch sowas sein. Also das werden ja nicht 4 Stück sein. Und ich habe bis jetzt nur diesen einen einzigen gefunden in dem auffälligsten Gebäude, was es hier gibt. Wobei ich müsste noch mal ins alte Video gucken von mir, wo ich die uralten Ruinenreste im Dschungel gemacht habe. Was ich da gemacht habe. Also ob ich da so auch so ein Ding gefunden habe oder nicht. Aber jetzt habe ich auch. Also wir machen jetzt hier nicht alles nochmal neu. Das lassen wir mal. Das lassen wir mal. Was wir noch machen ist, das Hüpfding machen. Und dann machen wir Feierabend für heute. Also es wird einfach halt so ein bisschen lang, dann ist halt der Vulkan in der nächsten Folge dran. Muss ich leider sagen, sorry. Aber ein so ein Hüpfding können wir schon noch machen. Oder sollen wir. Aber jetzt regnet es auch so blöd, ne? Und ich befürchte mal, im Vulkan wird auch irgendwie ein Abenteuer auf uns, was heißt ich befürchte, ich hoffe ja, dass im Vulkan ein Abenteuer auf uns wartet. Und dass wir da, ja, irgendwas, dass das länger, eine längerfristige Geschichte sein wird. Also wir können mal einmal hier die Reittasche öffnen und mal irgendwie alles einfach reinschmeißen, ne? Zack. Oh. Naja, gut. Können wir nicht so richtig, aber. Es ist wirklich extrem bedauerlich, dass sie keinen Speer haben für mich fallen lassen. Das gibt mir das Gefühl, eines Tages nochmal dahin zurückkehren zu müssen. Das möchte ich eigentlich gar nicht so gerne. So, jetzt bin ich außerdem gespannt, ob jetzt hier giftmäßig jetzt wieder was startet. Also, was ich auch wirklich ultra merkwürdig finde, dass jedes Mal, wenn ich das Spiel resette, also neu starte, dass es dann regnet. Also das finde ich das ist ultra merkwürdig. Das ist ja nicht so wirklich, ich müsste ja zugeben, dass das jetzt schon wirklich auffällig ist. Das ist jetzt keine Einbildung mehr von mir, oder? Ja, ich lasse die Lampe mal an. Ich habe auch noch keine neue Lampe, ne? Ich bin immer noch mit den Leuchtkäferchen-Lampen unterwegs. Trotz aller technologischen Fortschritte, was ausgestoßen, was so Ausrüstung angeht, habe ich immer noch das Lämpchen, mit dem ich das Abenteuer, ich glaube, sogar gestartet habe. Ne? Hatte ich das nicht von vornherein dabei? Du bleibst hier. Und hier geht es auch sofort hoch. Und da ist auch sofort so ein Typ. Das tut mir jetzt auch leid für dich. Ich hätte dich auch gerne mit dem Stahlspieß aufgespießt. Stahlspeer. Aber du musst leider mit dem vorwillig nehmen, was ich so mitgebracht habe. Brauchst dich nicht grämen. Au. Die machen trotzdem noch ordentlich Schaden, muss man sagen. Auch wenn ich ganz gute Klamotten habe jetzt. So, wie ist der Regen aufgehört? Gut, das ist hier ganz offensichtlich der Startpunkt des Abenteuers. Das ist schon verkackt. Nein, komm ich mal raus. Doch, so. Die hat mich schon ganz eifrig erwartet, hier die Dame.
Zack. Ach, guck, Ausgestoßene kann man auch einschüchtern. Das hat jetzt nicht so am Schirm, aber kann gut sein. Die Plünderer, die kann man nicht. So war es, glaube ich, ne? Da geht's weiter. Oder? Ja. Schauen wir noch mal. Das ist noch relativ übersichtlich vom Schwierigkeitsgrad her. Geht's da weiter oder muss ich? Da kann ich nicht. Echt jetzt? Jo, natürlich. Oh ne, das. Oh ja, das ist gut. Da, okay. Ich wollte gerade sagen, das will ich nicht, aber. Zack. Ne. Lass ruhig. Okay, nochmal das Ganze. Also das mit dem Plünderer-Ding da hinten, also die uralte Ruine oder was das war. Nee, wie hieß das noch gleich? Ist egal. Wo ich gerade war, das mit diesem Mechanismus, 1 von 4, das wurmt mich jetzt irgendwie schon, muss ich sagen. Aber es ging ja nicht weiter. Und dann jetzt auch dieser ungünstige Umstand, dass ich neu starten musste und dann waren sie alle wieder da. Das war jetzt auch nicht so ideal alles. Aber es wurmt mich jetzt. Vor allem wurmt mich aber am meisten, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich kein Speer gefunden habe. Das wurmt mich tatsächlich am meisten. Naja. Zumal das hier, glaube ich, irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht, ist das. Was steht denn da eigentlich? Mal eben gucken. Weil das steht mechanische Stahlklinge. Ist das was anderes als eine Stahlklinge? Da müsste ich mal einen Technologiebaum gucken. Ob es da Unterschiede gibt. Da geht's weiter. Dann machen wir das doch direkt weiter. Oh, das war eine böse, böse Sache. Ich könnte natürlich dann jetzt auch mal, wenn ich dieses Equipment habe. Ach, okay, muss ich mit Sprint machen. Ja. Wenn ich, da unten läuft einer, dieses Equipment habe hier, dieses Stahlzeug, dann auch nochmal in diesen ersten uralten Kerker reingehen. Das habe ich ja letztes Mal auch nicht geschafft. Teilweise, weil ich nicht genug Korrosionsbehälter dabei hatte, glaube ich. Und weiß ich nicht warum. So, da sind wir oben. Da sind wir oben. Hier gibt es jede Menge Kram. Gegengift unter anderem. Das ist schon mal schön. Ich bemerke auch, dass ich kein Gift aushalten muss gerade. So, hier ist die Tafel. Okay, also jetzt ist das Wetter gerade auch wieder schön und es ist Licht. Jetzt ist die Motivation auch schon wieder eine andere. Ich gucke mal, ob ich hier von außen. Danke. Erfolg erzielt nichts. Ob ich da irgendwie hoch kann, das probieren wir nochmal aus. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich denke, der Weg wird ein anderer sein. Also ich bin mir sehr sicher, dass man da irgendwie rein kann, aber ich vermute mal, der Weg wird irgendwie hier ist irgendwas eingezeichnet. Das hat zumindest mal reingucken. Also wenn sich da irgendwie ein Abenteuer draus ergibt, werden wir das in dieser Folge nicht mehr machen. Aber da haben wir einen schönen Cliffhanger für die nächste Folge. Das findet ihr doch sicher auch spitze. Und ja, so machen wir das dann. So. Zack. Oh, 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 oh. Okay. Schauen wir mal. Zumindest mal gucken. Ich bin jetzt auch irgendwie zu neugierig irgendwie. Und das hier, diese. Warte mal, machen mal irgendwie das da. Ah, so tief ist der Vulkan. Also die Dinger liegen ja immer auf dem Boden, diese Wegmarkierungen quasi, wenn man es sich anders einstellt. Und da kann man jetzt ja schon dran erkennen, da geht es tief, tief runter. Da soll ich doch mal außen rum reiten, noch schnell. Weil hier geht es ja schon jetzt nicht weiter, ne? Zumindest nicht mit dem Alpaka. Vielleicht zu Fuß. Oh, irgendwas ist da. Murmeltiere. Agro-Murmeltiere. Man kann hier so hoch cheesen und klettern. Das geht schon nicht. Aber die Frage ist, wie weit komme ich damit? Jawohl, naja. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal so. Wir versuchen es mal zu Fuß zu klettern. Ist garantiert nicht die Art und Weise, wie sich das. Achso, wir müssen nach oben gucken. Der scheiß Vogel war ja auch hier, ne? Ist garantiert nicht die Art und Weise, wie das gedacht ist. Das muss uns ja nicht stören.
muss auch auf Q drücken, um den Vogel, wenn er irgendwo auf dem Boden oder im, weiß nicht, im Baum hängt oder so, um den früh genug zu sehen. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass der doofe Vogel auch noch hier ist irgendwo. Und das alles ohne mechanischen Stahlspeer. Ich will es nur noch mal betonen. Aber ich hatte mich schon gefragt, wann die nächsten Kollegen da kommen. Ich frage mich auch, ob ich irgendwas vergessen habe oder ausgelassen habe, weil Eisen hatten die jetzt ja nicht. Die hatten direkt quasi Stahl. Und die Brüder, die davor kamen, die hatten noch Bronze. Da ist er. Oder der ist einer. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch mehrere davon. Sieht aus wie ein Geier. Schwere Hitze. Moment, haben wir nicht was gegen Hitze? Also, ich könnte den Eiswürfel nehmen, ne? Mal gucken, was passiert. Dieses Tier, also das Tier soll auch noch nicht das. Was war das denn hier? Hitzeschutzmodifizierung, ne? Ja, die kann ja in diese tollen Sachen rein. Definitiv. Das überschreibt bestimmt das Schlechtere. So. Und schon haben wir mit Hitze mal gar kein Problem mehr. So, der ist jetzt irgendwie nicht mehr sichtbar. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Wir können hier nicht klettern. Ah, komm, ey, da kommen wir noch hoch. Nee. Doch. Oh. Oh nein, 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 ihr habt Robin gefressen. Ist mir egal, was ihr da Schönes bewacht. Ja, genau. Die Warane, die Nicht-Ruinen. Also ich habe immer das Gefühl, dass Ruinenviecher immer härter sind als normale Viecher. Die normale Warane habe ich schon kaum hingekriegt. Also Ruinen-Warane mal gar nicht. So kann man hier hochklettern. Jawohl. Jawohl. Das schaffen wir schon. Wir schaffen das. Ist es gar nicht mehr so weit? Danke. Gar nicht mehr so weit. Gefühlt. Krass, ne? Also da muss ein sehr tiefes Loch sein. Ich hoffe, da purzeln wir nicht rein. Ich weiß auch gar nicht, naja, ob es so clever ist. Also levelmäßig ist das wohl so richtig, was ich mache, aber was soll's, ne? Ich würde gerne mal wissen. Oh, scheiße. Wenn der mich jetzt hier runterschmeißt, dann ist doof. Aber das Doofe ist, dass es genau da, wo der ist, so aussieht, als könnte man da gut. Als könnte. Scheiße. Als könnte man da gut. Naja, der ist jetzt natürlich gar gut und hier ist alles so krumm und schief. Ja. Ich habe keine Angst vor dir. Level 5. Ach, jetzt ruckelt es gerade strategisch geschickt. Okay. Wie kann ich so machen? Ja, kann ich. Ey, ich hab eine Ausweichrolle gemacht, nur mal so. Aber gut, er kriegt ja Schaden und auch gar nicht so knapp. Und er weicht auch nicht so wirklich aus. Oh. Zack. Jetzt hat er auch keinen Stamina mehr. Ich weiß nicht, ach, stört ihn aber nicht. Nein! Oh. Aber er lässt mich in Ruhe. Durch den Scheintod. Ich hätte den aber besiegen können. Also hätte er nicht diesen Griff, der ja auch ein bisschen unfair ist. Zumal ich ja auch mich bewegt habe, also Ausweichrolle gemacht habe, hätte ich den aber locker besiegen können. Also so schwer ist er dann doch nicht. So viel Angst muss er dann doch nicht haben. Ich hätte dann vielleicht nicht stehen bleiben sollen am Ende des Tages, um den Speer nochmal zu werfen. Aber gut, so ist es halt. So, was jetzt natürlich irgendwie ganz, ganz brachial runtergeht, ist die Moral gerade. Und jetzt kommt er wieder, klar. Oder? Keine Ahnung. Aber hier wäre gut. Hier wäre vielleicht besser zu kämpfen. So, Drecksvieh. So, bluten. Wie gefällt dir das? Oh shit. Doch, Treffer, sehr gut. Ja, ich habe eigentlich wieder versucht, eine Rolle zu machen gegen dich.
Alter. Ja, mit der Moral habe ich jetzt ein Problem, ne? Stört mich übrigens auch mal so ganz nebenbei, die ganze Zeit schon, dass dieses System sich nicht ausschalten lässt im Singleplayer, ne? Das hält mich jetzt nur irgendwie zurück. Aber ohne Sinn. Also es hat überhaupt gar keinen wirklichen Sinn. Ich muss jetzt einfach nur mal irgendwann wieder zur Basis zurück und da Pause machen. So. Blödes Viech. Aber also es stört ja jetzt nur meinen Erkundungsfluss jetzt irgendwie. Aber ich habe auch bis jetzt noch keine wirkliche Möglichkeit gefunden, Moral irgendwie zu regenerieren, wenn ich unterwegs bin. Außer halt. Seltene Fehler, naja. Außer halt irgendwie, mich hier im Bett zu bauen, ne? Und 3 Stunden lang mich reinzulegen. Was ja auch nicht so cool ist. Und was ganz nebenbei auch hier gar nicht möglich ist, weil hier es keine Bäume gibt. So, es ist nicht mehr weit. Aber ich bin jetzt schon so moralisch erschöpft, dass ich keinen, weil meine Stamina gar nicht mehr voll bekomme. Was dann schlecht ist, wenn ich gleich irgendwie klettern muss oder so ein Mist. Aber bis jetzt kann ich mich hier irgendwie hochschießen. Und das Alpaka kommt mit. Ja, es läuft. Leute, wir sind gleich oben. Krasser Ausblick. Da sieht man die Gorilla und die Frosch. Das hier vorne war, glaube ich, Frosch. Das da hinten Gorilla. Pyramide. Krass, 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 krass. So, hier oben ist das Wetter schlecht. Oder beziehungsweise es wird Rauch sein, der aus dem Vulkan rausquillt. Hier schießen wir uns durch. Hier schießen wir uns durch, sagte ich. Jawohl. Jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt bloß nicht reinfallen. Okay, es sieht aus wie der Sarlacc-Pit hier bei Star Wars. Jetzt könnte man ja auf die. Also, wir sehen, dass wir eigentlich gar nichts sehen, so wirklich. Das ist blöd. Das ist blöd. Das Dilemma ist, ich kann nicht wirklich reingehen, weil ich dann, weil ich zu wenig Moral habe dafür. Wenn ich hier sterbe, ist das Alpaka mit allem, was drin ist, weg. Das wäre auch blöd. Ansonsten wäre Sterben hier nicht so schlimm, aber Alpaka weg wäre schon schlimm. Moment, das müssen wir anders regeln. Alpaka, wo bist du? Da. Warum kommst du nicht hier hoch? Bin ich nicht weit genug weg, dass du da hochschießen kannst? Ich gehe mal hier noch so ein paar Schritte, so weit wie es geht. Ach Mann, vielleicht kann man dich da hoch versetzen. Das wäre auch nochmal was. Ja, nee, komm, bleib ganz cool. Nein, hallo. So, komm, komm näher. Position zurücksetzen. So weit entfernt. Okay, wir machen das ein bisschen anders. Wir machen es folgendermaßen. Ich nehme den ganzen Sums, der gut ist, mit. Hier zum Beispiel diese Waffen. Und das, und das, und das, und das, und das, und das, und das. Oder einfach alles. So. Und dann, also wir müssen jetzt schon mal, ne? Also ihr ahnt, worauf es hinausläuft. Ich kann jetzt so nicht enden hier oben. Wir lassen uns schon da reinfallen irgendwie, ne? Wenn ich jetzt sterbe, ist nicht so schlimm, weil das Alpaka leer ist. Das ist jetzt der Grund, ne? Dann komme ich halt zu Hause raus mit meinem Kram. Ist gar nicht tragisch. Soweit die Idee. So, aber wir lassen es nicht drauf ankommen. Wir versuchen schon runterzukommen, ohne dass wir sterben. In den Vulkan runtersteigen ist logisch, ne? So, hier. Also links von uns wäre eventuell der reguläre Weg gewesen, wenn es denn einen überhaupt gibt. Also einen regulären Weg. Regulären Weg. So, das sieht auch hier aus, als wäre es dafür gemacht, dass man hier zu Tode stürzt. Nein, runter. Kontrolliert abstürzt. Aber kann man dann da wieder hoch? Oh shit, ich glaube, ich habe mich in eine Sackgasse manövriert. Ha! Geier, ich brauche dich mal. Ach nee, ich habe dich ja umgebracht. Oh, wieso glühend heiß? Glühend heiß. Hydration wird wirklich schnell verbraucht. Wo sind die Eiswürfel? Da. Die müssen futtern jetzt. Immer noch glühend heiß. Dauert 2 Minuten. Krass.
Okay, wir müssen uns beeilen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, weil ich jetzt, ach, weil die Moral so tief ist, dass ich jetzt überladen bin. Okay. Ah, das ist aber jetzt ein blödes Ende. Aber ich kann nichts machen, um das zu verhindern. Ich kann jetzt nur noch sterben. Ach, Mann, ey. Jetzt kann ich noch nicht, jetzt kann ich noch nicht mal sehen, was da unten war, weil ich hier jetzt an der blöden Flanke des Vulkans den Moraltod sterbe. Das ist hochgradig dämlich. Hochgradig dämlich. Ja, gut. Ich glaube, die Enttäuschung hört man mir jetzt schon so ein bisschen an. Aber es gibt nichts, was ich tun könnte. Abkühlung ist zu spät für Moral ist weg. Es gibt nichts, was ich tun könnte, um die Moral zu steigern. Vielleicht gibt es irgendein Gericht, was man kochen kann, um unterwegs Moral zu steigern. Aber habe ich halt alles nicht dabei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre ein erloschener Vulkan und ja, aber ist halt nicht. Ja, ich glaube, was soll ich sagen? Ne? Wir werden zu Hause rauskommen. Und dann werden wir natürlich jetzt nichts mehr starten. In der nächsten Folge, da weiß ich noch nicht so ganz genau, was wir da machen. Ich könnte mir vorstellen, bumm, dass wir vielleicht mal so in den Nordosten gehen und uns mit der Strahlung auseinandersetzen. Das könnte ich mir vorstellen. Hier mal erkunden. Mal sehen, ob wir dafür bereit sind. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass wir das versuchen. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Wir haben tolle Dinge entdeckt. Wir haben tolle Ausrüstung bekommen, die ich jetzt erstmal wieder einsammle, sonst nicht, dass es dann weg ist. Und wir haben Dinge entdeckt. Wir sind auf den Vulkan geklettert. Es tut mir wirklich leid, nicht nur für euch, auch für mich tatsächlich, dass der Lohn der Mühen, der Blick auf eine graue Felswand war. Aber gut, so läuft es halt manchmal. Sehr bedauerlich. Aber wie gesagt, ich glaube, das nächste Mal werden wir dann aber vielleicht doch eher hier oben weitermachen. Hier habe ich nämlich auch schon ein Portal freigeschaltet, mal irgendwann, als ich hier oben Eisen geholt habe, aber noch keine Karte. Also das werden wir vielleicht mal hier mal so in diese Richtung uns irgendwie mal fortbewegen. Mal die nächste Pyramide zumindest mal finden zum Beispiel. Das wäre mal was. Okay, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auf jeden Fall wieder mit dabei. Und dann verabschiede ich mich. Mit einem Gruß. Nee, stimmt gar nicht. Mein Sprüchlein, das sage ich letztens halt immer falsch. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge noch eine schöne Zeit und heute noch einen schönen Tag. Und dann erst verabschiede ich mich mit einem Gruß. Euer 80.